Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Master of Orion Conquer the Stars mit mir, dem Mr. Merp. Immer noch in einer kalten Kriegssituation mit den Terranern. Gegnerische Spionen entdeckt, hat versucht einen Aufstand zu vollziehen. Das haben wir zum Glück verhindern können. Und ich versuche jetzt hier natürlich einiges sozusagen an Konterspionage ins Leben zu rufen. Weil das momentan so ziemlich das Einzige ist, was den Gegner davon abhält, uns hier Schaden zu verursachen. So, mit den Silikoiden ist jetzt der Handel abgeschlossen. Das heißt, wir müssen in dieser Runde erneut einen Handelsvertrag mit ihnen schließen. Hier haben wir jetzt eine weitere Kampfstation gebaut. Und jetzt bauen wir die tiefe Kernmine, genauso wie überall woanders auch. Die wir ja freundlicherweise von unseren Verbündeten, den Silikoiden, erhalten haben. Eckbär. Hier müssen wir eigentlich fast. Auf der anderen Seite. Ah, doch, 3% sind schon bedenklich. Erstmal so und so und dann sehen wir weiter. Dass von Tundra-Planet halt schon mal 3% Müll veranschlagt wird, ist alles, aber nicht toll. Und Jabus 2 wächst und wächst und wächst. Wir verlagern mal alle, die streiken, hoch in die Forschung. Da können sie sich erstmal... Oh, warte mal, 5 Runden in Sternbasis. Das schieben wir dazwischen. Ich möchte auf jeden Fall meine Flotte jetzt ausbauen. Wir wissen ja, warum. Die Terraner stehen uns quasi vor der Schwelle und wollen unbedingt eintreten und akzeptieren unser Nein einfach nicht. So, wir machen jetzt das und danach die Gaia-Transformation. Wir haben eine Gaia-Transformation so früh. Wisst ihr was, das machen wir zuerst. Eigentlich haben wir den Planeten ja gerade eben erst in den erdähnlichen Zustand überführt, aber... Hey, wenn es so schnell geht... Ich nehme auch schnell einen Gaia-Planeten entgegen. So, jetzt sind wir eigentlich quasi wieder in dieser Phase des Spiels angelangt, wo wir versuchen, so schnell wie möglich die Produktion nach oben zu treiben, weil das halt alles andere auch beschleunigt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Bevölkerungswachstum wichtig. Jawohl, wir haben die Gewerkschaft infiltriert. So, und jetzt können wir hier das Dingens da uppen. Ja, das können wir auch uppen, aber eigentlich wollte ich das hier uppen. So, wir bauen nämlich jetzt hier das Ding. Also den fortschrittlichen Militäraußenposten. Wo der Gegner gerade eben mal nicht hinguckt. Und jetzt bauen wir hier die tiefe Kernmine, oder? Ja, wir bauen jetzt hier die tiefe Kernmine. Dauert halt eine Weile. 10 Runden. Ja, das können wir gerade eben nicht rausnehmen. Dann würden wir oben eine Runde verlieren. Das ist natürlich bedenklich. Das muss man berücksichtigen. So, jetzt haben wir die Gewerkschaft infiltriert. Wir könnten jetzt sabotieren, das ist mittelmäßig gefährlich. Ist halt momentan alles mittelmäßig gefährlich. Produziert keine Produktionspunkte. Ja. Soll es mal keine Produktionspunkte produzieren. Vor allem, weil die halt gerade eben eine Sternbasis bauen, ne? Gut, er wird länger brauchen, um das jetzt durchzuziehen, aber was halt danach kommt, wäre ganz, ganz nice, wenn er da nicht bauen kann. Ups. Ach so, und ich habe vergessen, mit den Silikoiden zu reden. Handelsabkommen kostet jetzt 1085. Das heißt, ich muss ihm 1026 irgendwie rüberschieben. Oh, die Kernmülldeponie hat der auch. Ich weiß doch nicht, warum der die auch hat. Wenn er schon das andere hatte. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. 1026. This one would accept and enjoy the solitude of the crag. Habe ich mich nicht verzählt? Habe ich mich verzählt? Ach nee, müsste passen. This one agrees. Ich habe mich irgendwo vertan. Ja, ich habe mich dahingehend vertan, dass ich es mir jetzt wieder nicht mehr leisten kann. Ich bin so ein Profi manchmal. Aber egal, wir haben jetzt auch die Kernmülldeponie.
In der nächsten Runde können wir dann den Vertrag mit ihm schließen. So, ja, Boss 2. Dann bau doch gleich mal hier deine Kernmülldeponie auch noch. Ja, hier brauchen wir noch keine Kernmülldeponie, da sind wir noch Meilen weiter von weg. Aber die Robo-Bergarbeiter, die können wir hier bauen. Eigentlich jetzt überall... Ah, und Lamasch ist jetzt endlich wieder aufgewacht. Boah, ich habe schon gedacht, ich erlebe es nicht mehr. So, wir brauchen hier noch keine Kernmülldeponie. Wir bauen jetzt erstmal die tiefe Kernmine. Haben wir echt Leute hier verloren? Wir haben hier tatsächlich eine Bevölkerung verloren durch diesen Quatsch. So, da ist das Ding fertig. Oder angekommen, je nachdem, wie man es drehen und wenden will. Und wir, stimmt, wir haben auf Menta ja immer noch einen Planeten, den wir... Also, in einen richtigen Planeten verwandeln können. Hier ist nur ein Gasriese und ein armer vulkanischer Planet, der wahrscheinlich sogar von den Silikoiden nicht wirklich näher wohlwollend angeschaut wird. Schon wieder ein Spion. Wir entdecken gerade sehr, sehr viele. Und wir haben es nicht geschafft, auf Alpha Ceti 1 die Daten zu akquirieren. Was haben wir da gefunden? Ein Tundra-Planet. Das hier gehört auch den Terranern? Lass mich noch wissen, was da sich befindet. Das ist eigentlich unglaublich. So ein unglaublich leerer Weltraumbereich, ne? So direkt neben uns. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, muss ich das eigentlich andersrum gestalten. Erstmal muss hier unten einer hin, dass hier auch gearbeitet wird. Und dann können wir auch... über Neutronenbeschleuniger nachdenken. Ja. Ach, so viele Baustellen mal wieder auf einen Schlag. Man ist die ganze Zeit am Nachdenken, was mache ich jetzt am besten wo zuerst. Aber... eine wirkliche Antwort bei einer so großen Zahl gibt es nicht. Es ist halt immer so ein bisschen Glück bei der Sache. Dass man dann in dem Augenblick die richtige Entscheidung trifft, denn man ist ja schließlich kein Roboter. Der das, oder keine Maschine, mal neutral gesagt, die das alles mal so berechnen kann, ne? Bin ich halt nicht. Das ist alles Try and Error. Was ich hier veranstalte. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder mit dem Silikoid reden. Der Penner hat das Geld ausgegeben. Oh, fahr doch zur Hölle, du blöder, komischer Stein. Der hat sofort das Geld ausgegeben, ey. Wir wissen jetzt, wir können dem kein Geld mehr geben. Der kann mit Geld einfach nicht umgehen. Wahrscheinlich hat er es gegessen. Unfassbar. Wir bauen jetzt hier auf Alusia eine Sternbasis auf den Schrecken. Der hat das Geld gegessen. Da bin ich mir sehr sicher. Also, Kekse. So, wir bauen jetzt hier das Autolabor und danach bauen wir wieder Flotte. Denn der Planet hier, der entwickelt sich jetzt auch schon von alleine ganz, ganz gut. Robobergarbeiter. Er macht gerade eben keinen Müll. Also können wir die Robobergarbeiter hier auch definitiv hinsetzen. Ich muss mal hier Konterspionage jetzt überall machen, ne? Das führt sonst zu nichts. Der spioniert hier halt überall die ganze Zeit fröhlich rum und ich darf das halt nicht zulassen. Auf Menta 1 hat er wieder eine Sabotage versucht. Das ist doch... Herz allerliebst. Hier wird noch gebaut. Ja, jetzt kann ich Geld benutzen, um meine Flotte abzugraden. Ist auch was wert. Dadurch hat sie jetzt ordentlich mehr Schlagkraft bekommen. Ach, da habe ich die Fregatte noch dabei. Ja gut, die kann ich ja jetzt tatsächlich dann auch hier hinschicken. Ich komme da gerade eben nicht drüber hinweg, was der Silikoid gemacht hat. Das ist ja auch mal was, ne? Wenn sie mehr Bevölkerungswachstum bekommen, umso mehr Geld sie haben. Oder umso mehr Credits sie ansammeln.
Noch zusätzlich. Even without me, our scientists have made a new discovery. Das brauchen wir nicht. Die Sensorreichweite erhöhen ist gut. Das hier ist auch gut. Was ist denn das hier nochmal? Oh, das Galaktische Währungsbüro. Wird vorgezogen. 100% mehr Einkommen. Wir ziehen das einfach gerade eben voll durch, ne, mit dem Geld. Wir Kernminen hier auf Eckbär. Ich kann gerade niemand abziehen, das ist echt krass. Sonst verlieren wir sofort eine Runde. Und hier müssen wir zuerst die Kernmülldeponie machen, dann die planetare Börse, dann das Autolabor und dann sollte dieser Planet hier sehr, sehr gut sein. Der hier wird auch langsam, aber der könnte eigentlich noch... Ich kann nicht mal den hier abziehen, wir sind so an der Kante. Das ist krass. Sollte man vielleicht mal hier das Datenzentrum machen, ne? Dass wir von dieser Kante wegkommen. So on the edge. Um ein, zwei Punkte. Lohnt sich eine Astro-Universität? Nee, noch lange nicht. Aber man könnte... Ja, die tiefe Kernmine jetzt auch schon hier veranstalten. Das sind jetzt halt auch teilweise wieder Langzeitprojekte. Schieben wir die Pilzfarm dazwischen, dann den Bodenanreicherer. Und ich hoffe, dass wir jetzt bald genügend Geld haben, um die Spionage in Firas hacken. Das ist jetzt doof. Aber so richtig. Fuck. Tja, dann muss ich jetzt irgendwie kurz mal was ummodellieren. Zivile Transporter baue ich jetzt ohne Ende. Wo sind sie denn? Hallo? Da. Was? Wieso brauchen wir zwei Runden für so einen miesen zivilen Transporter? Das ist doch doof. Ja, dann machen wir es halt so. Dann geht es halt auch so schneller. Ich mache es jetzt absichtlich. Weil Forschung bringt ja gerade eben nichts mehr. Die sollen dann lieber die Nahrung hochpushen. Valusia. Genau, ihr habt jetzt hier die Weltraum-Irgendwas-Station. Die Stern... Wie heißt das? Die Weltraumbasis. Also, nee, nicht Weltraumbasis. Das Weltraumdingens halt. Das habt ihr gebaut. So. Das, wo uns Kommandopunkte bringt. Und auf Jabos 2 können wir jetzt endlich wieder Schiffe bauen. Schlachtschiff. Oder Kreuzer. Drei Kreuzer. Drei Runden von Kreuzer, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Kommandopunkt kosten 5. Zerstörer sind es halt quasi die neuen Fregatten. Dadurch, dass die Punktkosten halbiert worden sind, ne? Für diese Schiffe. Eigentlich lohnen sich Fregatten gar nicht mehr. Durch diesen Umstand. Jetzt können wir auch hier die tiefe Kernmine bauen. Und auf lange Sicht auch hier ein bisschen Forschung aufrüsten. So langsam aber sicher geraten wir bei manchen Planeten an einen sehr, sehr angenehmen Punkt. An den Punkt, an dem einfach alles Wichtige zumindest gebaut ist. Ja, aber halt nicht bei allen. Wo wir gerade wieder bei einem solchen Planeten hier sind, ne? Ich glaube, jetzt werden Bodenanreicherer hier eigentlich ganz angenehm. Ja, bringt wahrscheinlich so rum mehr. Lassen die Schiffe fliegen. Was ist auf Firas? Auf Firas haben wir jetzt hier quasi wieder den nächsten gebaut. Den schippern wir gleich nach andere zum Alternativ-Firas rüber. Und hier müssen wir gleich wieder... Was soll denn der Quatsch? Runter mit dem...
Kernmülldeponie heben wir noch auf, solange wie die hier. Oh, wir könnten hier noch ein Kolonieschiff schustern. Ich möchte jetzt aber erstmal die Planeten ausbauen, die wir schon haben. Die müssen zuerst ausgebaut werden. Das ist so ein geiler Planet hier. Jetzt brauchen wir noch die tiefe Kernmine. Gerade mal drei Stück. Schon Gaia. Ne? Schon Gaia. Alles ist gut. Warte mal. Aber mir gefällt das nicht, was hier gerade eben passiert. Ich möchte verhindern, dass dieser Planet hier gleich so verschmutzt. 6% pro Runde. Da sind wir schon bei 66%, wenn das fertig ist. Dann können wir drüber reden. Oh, was ist das hier? Ein Gaia-Planet. Oh Gott, sehr arm. Ich möchte wissen, was das hier ist. Deswegen schicke ich meine Schiffe dahin. Oder meinen Späher. Meinen einzigen Späher. Ich bin bereit, ihn zu opfern für ein bisschen Informationen über Sahu. Ein ozeanischer Reicher. Aha. Hat hier nur einen Planeten. Soll aber nicht mein Problem sein. Okay, ich glaube, ich habe alles wirklich erforscht, was ich erforschen kann. Deswegen ziehe ich den dann hier wieder hin zurück, falls er es dorthin lebendig schafft. So, ihr macht hier einfach weiter. Was soll denn der Quatsch? So. Die ganze Zeit wird das hier so blödsinnig umgeordnet. Also wirklich blödsinnig. Ziviler Transporter, noch einer. Boinks. Immer schön drauf auf dem Planet. Jetzt wird hier gar nicht mehr gewachsen. Ja. Der hat ja eh nichts gebracht, was die Baugeschwindigkeit angeht. Hier haben wir kein Problem mit der Vermüllung. Und sorgen wir mal dafür, dass es ein Problem mit der Vermüllung gibt in absehbarer Zeit. Hier haben wir auch kein Müllproblem. Aber ich möchte trotzdem hier die tiefe Kerndeponie gebaut haben. Tja. Gott, wie. Das ist einer von den neueren, ne? Ja, das ist einer von den neueren. Dann brauchen wir eigentlich eher sogar noch einen Bodenanreicherer. Der geht auch deutlich schneller. Die Frage, die ich mir gerade eben stelle, ist: Wann erklären wir den Terranern den Krieg? Momentan dümpelt es ja so wieder mal so vor sich hin. Und es passiert nicht allzu viel, außer dass wir gerade eben jede Menge bauen. Ich frage mich echt, wie wir dagegen vorgehen sollen, was die Terraner hier so spionagetechnisch mit uns veranstalten. Ich meine, wir gehen ja schon ein bisschen auf die Spionagedefensive, so gut wir können. Aber es könnte natürlich wie immer noch besser sein. 4.200 für diese neuen Zerstörer. Meine Fresse. Das dauert noch eine ganze Weile. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. War aber anscheinend nicht meins. Ach nee, das hier ist kaputt gegangen, weil das jetzt hier geupgradet wurde. Okay. Wusste ich auch noch nicht, dass das dann so funktioniert. Brauche ich eigentlich irgendwo noch einen Sprung? Tor. Ich bin am Überlegen. Ich will was Dreistes machen. Ich schicke den mal für 21 Runden in die Richtung. Der hat gerade eben ohnehin nichts Besseres zu tun. Rumstehen kann er auch woanders. Auf Jabos produzieren wir immer noch wahnsinnig Nahrung. Wir könnten jetzt natürlich exportieren, aber das sehe ich momentan noch nicht als sinnvoll an. Weil wir hier noch einiges machen können. Zum Beispiel das hier. Das hier. Das hier. Und wenn wir das haben, brauchen wir noch das hier. Und weil ich so gut gelaunt bin, noch das Autolabor. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir über andere Dinge nachdenken. Ich mache hier einfach weiter, ne? Brauche ja gerade nur eine Runde für jeden zivilen Transporter.
Das ist bloß doof, dass sie da jedes Mal hier meine Ordnung durcheinander bringen. Und der erste, der streikt, der ankommt. Schade. Aber wir haben einen Spion. Den tun wir jetzt hier mal defensiv aufstellen. Und damit war es das von dieser Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen uns stärker gegen die Terraner und werden sie dann auch irgendwann mal angreifen. Macht's gut, bis dann. Tschüss und Ade.